So, dieses Wochenende geht's nach Dornbirn. Ich stehe mit dem Dornbirner Präsident Werner Höfle hier schon im Auswärtssektor, wo die Austria Salzburg-Fans dann schlussendlich untergebracht werden. Schwierige Saison letztes Jahr, Zwangsabstieg. Der Verein ist nicht gefährdet. In Konkurs gegangen ist die Spiel- und Betriebs GSMBH. Einerseits taktisch klug, dass man Profibetrieb ausgelagert hat. Andererseits die Frage, was ist da schiefgegangen? Ja, wir haben leider die sportlichen Erfolge nicht erreicht, die notwendig waren. Die schlagen sich natürlich sofort in den Zuschauerzahlen und auch im Gastronomieumsatz nieder. Und dann gibt es halt eben Minus, dass wir so nicht mehr decken könnten. Und mussten wir diesen bitteren Weg gehen. Jetzt ist, glaube ich, nächste Woche wird entschieden drüber, stimmt das? Ja, am Montag wird der Konkursantrag eingereicht für die Spiel GmbH. Was hat das für Auswirkungen oder tatsächlich gar keine auf den Verein? Im Prinzip geht es hier rein um die Spielergesellschaft, die Profiabteilung, Lizenzspielerabteilung, wo 3 Monate Gehalt offen ist bei den Spielern und die werden dann über die Insolvenzverfahren bedient. Spielergehälter offen, das heißt, man hat sich wahrscheinlich in der Sommerpause irgendwie neu organisieren müssen. Mit welcher Mannschaft läuft Dornbirn in dieser Saison überhaupt auf? Ich denke, wir haben eine sehr ausgewogene Mannschaft. Es sind doch 5 Spieler vom vorherigen Kader geblieben, die sehr wertvoll sind. Wir haben auch mit routinierten Spielern uns weiter verpflichten können. Und vor allem haben wir auch 6 Spieler aus der eigenen Jugend in den Kader geholt. Also die Mischung, glaube ich, stimmt. Also Nachwuchsarbeit wird auch in Dornbirn großgeschrieben. Ja, wir haben jedes Jahr mehrmalige Vorarlberger Meister und jetzt war gerade in diesem Bundesländerfinale von uns die U12. Also wir sind sehr stolz, dass wir hier also gutes Fundament betreiben. Und zwar Abstieg in die Regionalliga wieder, aber heuer, glaube ich, ist eine recht interessante Westliga-Saison. Auch vielleicht Farbtupfer in Violett. Interessant, dass die Austria mal wieder nach Vorarlberg kommt, in dem Fall nach Dornbirn. Ja, ich freue mich sehr. In meiner Jugend kann ich mich heute noch erinnern an dieses dramatische 3:2 damals, wo der Maciek, berühmter Spieler von Austria Salzburg, das 3:2 erzielt hat. Und wir als Kinder geweint haben, weil das war das Aufstiegsspiel. Also wir haben immer tolle Spiele gehabt mit Austria Salzburg. Darum freue ich mich jedes Mal, wenn diese Begegnung ansteht. Letztes Jahr war ja Wacker Innsbruck zu Gast, die sind wahrscheinlich in einer ähnlichen Anzahl angereist, das heißt hier im Stadion dürfte es keine Probleme mit der unter Anführungsstrichen Bewältigung der anzureisenden Austria-Fans geben. Absolut nicht, wir haben sehr freundschaftliche Bedingungen und Begegnungen, es liegt auch bei uns in der Natur, wir wollen keine riesen Randale oder wir stellen eigentlich den Sport in den Vordergrund und auch diese Fans, die da kommen von Innsbruck und Salzburg, weiß ich, die wollen auch ein tolles Spiel sehen und das hoffe ich, dass es das auch sehr, dass die beiden Mannschaften das liefern. Hoffen wir auch, 11. September, das Wetter könnte auch noch passen, also gute Atmosphäre und auf einen schönen sportlichen Vergleich. Danke. Man sollte dieses kopieren können, dieses Wetter. Eine Frage hätte ich noch vielleicht zum Abschluss. Die Laufbahn wird asphaltiert, was bedeutet das? Keine Leichtathletik mehr hier? Doch, das ist Leichtathletik. Die kriegt ein Leichtathletik, kommt jetzt ein Belag drauf. Also da kommt noch ein Belag drauf. Leichtathletikanlage. Der Belag ist dann schon oben am 11. September, oder? Ja, der muss jetzt eigentlich in den nächsten 2-3 Tagen wieder draufgezogen. Das ist jetzt noch dann wetterabhängig, es muss trocken sein. Die Materialien liegen da schon da unten, also das muss fertig werden in der nächsten Woche. Okay, dann freuen wir uns dann am 11. September auf ein fertiges Stadion. Ich weiß, und auf einen schönen Nachmittag. Danke. Danke. Wunderbar.